Ich gucke mir das ganze Ding halt einfach mal an, so diese Welt, ne? Und bis jetzt bin ich radikal geschockt. Das ist ja geisteskrank, was hier abgeht. Das ist doch total so voll so ein Psychoterror, da zu gucken, wo schießt gerade wer. Boah, Digga, geht? Hab ich mit meinem Bruder? Die Junge einfach ausgewichen wie ein Macher! Volle Hütte, 50 Stars in meinem Schloss. Wenn hier jetzt der Blitz einschlägt, dann ist das Trash-TV am Ende. Da spielt ein Bruder. Auf die Cousin! Let's go, Cousin! Cosimo für Sendezeit? Nein! Und nicht schon wieder ein Macher? Nein! Mutig! Also das ist bei Cosimo Programm. Wer Cosimo gut kennt, weiß, Cosimo zieht irgendwann blank. Und hat mir gesagt, dass er auf Toilette muss. Von daher hat es ja gepasst. Also wenn ich jetzt ein Typ wäre, wäre ich auch angesprungen. Ja. Aber ich habe Make-up und Haare und ein Kleid und... Nee, geht nicht. Das ist alles eine Million, geht nicht. Ey, Junge, der ist doch, der hat aber Arschhaare, du, des Grauens. Wie soll ich all so Leute nur nüchtern ertragen? Das ist... der absolute Hammer hier. Ich habe ungewollt ganz viele Ärsche in der Hand. Tut mir jetzt schon mal leid. Ich weiß nicht warum. Wir verlieren. Alle Infos, die du bekommst, benutzt du am Ende gegen einen. Und deswegen, ich habe ein Problem. Führst du jetzt hier dein Kasperle-Theater? Ich habe kein Kasperle-Theater, weil du bist eine Schande. Was macht ihr da? Ihr seid die Dämliche oder was? Sollen die mir jetzt wirklich sagen, dass sie meinen Koffer gefickt haben? Katastrophe. Alle laufen überall rum. Ich weiß nicht, wie man sagt. In einem Zoo einfach. Alle laufen überall rum. Warum macht er das hier? Der hat doch da gekackt. Ja, aber damit sie gar nicht hier reinkommt. Hey, können wir gleich einen Pakt machen? Also kann ich hier so regelmäßig... Nein. Also ich... Du kommst ja nicht hin zum Kacken. Nicht zum Kacken, zum Duschen. Hey, Serkan, komm mal kurz. Komm, schnell, komm kurz. Jetzt brenne ich. Ich brenne. Ich hab Bock. Spiele gewinnen, Weiber knutschen, alles. So wie in den Märchen früher, ja, der böse Fuchs kommt und schnappt sich gleich das nächste Opfer. Ich habe wirklich Angst vor dem Fuchs. Ohne Spaß, ich sag dir ganz ehrlich, nach der vierten, wo ich Sex mit hatte, ich habe mich im Spiegel angeguckt und dachte, das erfüllt dich doch nicht, Junge. Du willst so eine haben, die du liebst, da rejecks ich mir lieber ein und hab keine Kopfschmerzen, ich schwöre bei Gott. Und ich brauche mir keine Gedanken machen, dass sie noch schwanger ist. Weißt du, was ich meine? Junge, größter Albtraum. Ich muss mich gar nicht reinsteigen. Das Einzige, was mich so wütend macht, ist, dass ich dachte, dass wir einfach Freunde sind und dass ich dir Sachen irgendwie erzählen kann, ohne dass die weitererzählt werden. Und dass du nicht irgendwie so irgendwas aufbaust, was gar nicht da ist. Das sind für mich so toxische Aussagen, mir zu sagen, dass ich mich in irgendwas reinsteige. Das erinnert mich irgendwie so an Beziehungen. Hör auf, darin gewöhne ich. Ich habe gerade gemerkt, Yasin, du bist ja 32 dieses Jahr geboren. Dieses junge Frischfleisch, dieses junge Dame, das ist nicht mehr meins. Ich weiß jetzt, wo ich hingehöre. Kein Knutschleck machen. Das ist Jenny Elvers. Das ist Jenny fucking Elvers. Halt eine Nummer, ne? Ich krieg eine ganz Körper, ganz Gänsehaut. Aber ich find's ja unterhaltsam. Ich mag ja sowas. Du musst schlucken. Oh Gott. So, ich dachte mir so, wenn ich jetzt schlucke. Oh. Ah, das haben wir gut gemacht. Komm. Aber ich find's echt hart. Das ist hart. Digga, ich leg mich kurz hin, um meine Beine zu chillen. Was hat der? Nix, der wollte seine Beine chillen. Das war ein Mundkuss. Kurz danach hat mich auf einmal eine von den älteren Damen geküsst. So einfach so auf den Mund. Und ich so, okay, ja. Das war dann mein erster Kuss mit einer Frau. Kurz vor den Wechseljahren dreht die Mutti durch. Willst du mich füttern? Wir haben hier eine Sahne. Fütter mich! Ich geh über den Müll. Wir haben eine Sahnesauce hier für dich. Ey, nicht mit Essen spielen, du sollst trinken. Trink die Scheiße jetzt aus. Trink's jetzt aus, komm. Niemals im Leben, Mann, wie viel unnötig Kalorien. Wie die Tiere, gell? Das hat mit einem Niveau zu tun. Ja, ich weiß, was du meinst. Das Niveau sinkt. Ja. Das Niveau sinkt. Nein! Nein! Wenn die Kamera auf sie schaltet. So. Wirklich. Das ist manchmal so, wo ich sage, Mädchen,
Was stimmt mit dir nicht? Dein Frauentyp ist gar keiner. Also im Endeffekt habe ich eine riesige Speckfalte, in der ich sonst was schmuggeln könnte. Also da ist wirklich alles safe. Da ist ja kein Schamgefühl, da ist keine Hemmschwelle. Ja, da ist ja, 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 ja. Man ja. schämt sich halt für ja. nichts, weißt du? Wir gehen so zur Challenge. Du weißt gerade nicht, wie sie mir gerade in den Schritt gekommen. Das war die Wette zwischen uns. Ich bin halt eigentlich, ich mache immer so Wetten. Ich war ja früher spielsüchtig. Ist ein wunderschönes Profilchen, ohne Frage. Nur ich habe lange Beine. Und jedes Mal stoße ich wirklich mit meinem Knie in Raffas Po hin rein. Ich wäre gerne mit meinem Bein an ihrem Po. Ich würde für Frauen jeden Mann opfern. Leute, quasselt nicht so eine Scheiße, Mann. Ich bin Sportler und bin kein Influencer. Genau. Aber es geht doch gar nicht ich bin darum. Sportler. Es geht doch nicht um Sportler. Es geht nicht um Quasselei und Ausreden. Wenn einmal dieses Fundament ja. auch gebrochen ist ja. bei den Jungs, ganz weißt okay. du, dann bröckelt und dann gibt's wieder ja. diese neuen, ey, komm, Bro, lass mal, ey, Bro, hier. Ja. Und dann hat sie's ausgebrochen. Ey, glaub mir, 2 Jahre Bewährung war schlimmste Zeit meines Lebens. Warum? Angst immer gehabt. Jede ja, Bewegung denkst du, boah, boah, jeder will. Ich finde auch, das Gute an diesem Format ist, du weißt, es ist immer jemand mehr Psycho als du selbst. Ja. Dann noch zu sagen, ich würde mich reinsteigern. Ist klar, ey. Haut euch doch alle die Köpfe ein. Ich bin jetzt weg. The 50.